Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zurück zur Frankfurt-Karriere. Heute auf dem Dienstag. Ja, ich bin aktuell in der Vorproduktion, weil ich jetzt dann, wenn ihr das Video am Dienstag seht, kommenden Donnerstag bis Montag am Ballermann bin. Ich bin auf Malle und muss dementsprechend das Ganze so ein bisschen organisieren und planen. Deshalb jetzt Frankfurt und dann vermutlich erst wieder, ich sag mal Sonntag oder Montag, vielleicht auch erst wieder in einer Woche. Dafür aber gibt's heute eine richtig große Folge. Habt ihr Bock drauf? Lasst Liebe da. Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus und alle Dinge, die euch auf dem Herzen liegen. Plus natürlich auch ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen, denn in der nächsten Folge ist die Wintertransferphase schon wieder am Start, auch wenn wir jetzt bei weitem noch nicht mal annähernd im Januar sind. Deshalb heute auch ohne Facecam, denn wir haben ein bisschen was vor. Wir werden jetzt zum Auftakt in Leipzig selber spielen, heißt wir sind hier zum Ende September, dann werden wir gegen den VfB Stuttgart die Highlights spielen. Wir simulieren die Spiele zumindest dann alle in der Liga gegen Hertha, gegen Bremen und auch gegen den VfB. Jeweils lange Simulationen hier Europa League, Brøndby und auch Zagreb, die uns ja zugelost wurden. Ja, wir haben ja zum Auftakt leider versagt, also das kann man schon so sagen. 2-4 gegen Celtic, um dann eben auch hier schon in den November zu springen. Gegen Bochum, Augsburg, Hoffenheim ist es jetzt auch nicht so lukrativ selber zu spielen. Das schauen wir einfach mal. Heidenheim kommt dann auch noch. Zagreb in der Europa League. Ich denke, auch davon werden wir ein Spiel, um dann hier im Dezember aufzuhören. Ja, und da haben wir dann natürlich wichtige Spiele mit Celtic, mit Brøndby in der Europa League, denn ganz klar ist, wir wollen Gruppenerster werden. Es kommt dann Gladbach, Union, St. Pauli und auch der FC Bayern München. Der Monat aber, inklusive dann Wintertransferphase, aber erst in der nächsten Folge. Zwei Änderungen jetzt in der Startelf, Zollis und Jeltsch kommen rein. Das Ganze für Tomiyasu und für Ansgar Knauf. Die waren nämlich nicht bei 100%. Wir wollen eh mal ein bisschen rotieren. Und ansonsten, ja, kennt ihr ja mittlerweile unsere Mannschaft. Gehen wir rein. Red Bull Arena. Ab geht's. Auswärts in Leipzig. 3 Punkte, nicht Pflicht, aber ich habe schon Bock drauf. Und damit also in Leipzig Anstoß für Red Bull, die von links nach rechts also in den hauptsächlich weißen Trikots agieren. Wir natürlich hier traditionell in Schwarz und Rot. Und wir wollen Gas geben und wir wollen die Bälle erobern. Ähnlich wie hier mal ein ganz kurzer Auftakt. Aber trotzdem ist die Kugel erst jetzt, dann im zweiten Anlauf bei uns. Wir haben ja in der Defensive, zumindest im letzten Jahr, brutal Probleme gehabt. Das kann, das soll sich ändern. Wir sind bisher eigentlich auch in der Defensive, zumindest wenn wir selber spielen, doch schon deutlich besser beraten. Und von daher bin ich ganz froh, wie es läuft. 5 Minuten. Also ich glaube, alle Zeichen stehen auf ein richtig geiles Spiel. Und die erste große Chance vielleicht durch Omar Marmoush. Geschickt von Mario Götze. Und dann zieht er hier quer durch. Oh, und legt sich im letzten Moment den Ball zu weit vor. Gute Möglichkeit aber für uns. Mario Götze vorhin auch mal ganz hart gefoult worden. Das wird im Nachhinein, weil bis dato noch keine Spielunterbrechung kam, auf jeden Fall auch die gelbe Karte mit sich ziehen. Ich weiß nicht für wen, aber ich weiß, dass wir dann diesen Spieler auf jeden Fall des Öfteren in Zweikämpfe verwickeln werden, um vielleicht dann auch hier eine rote Karte für RB zu provozieren. Jetzt vielleicht RB mit dem zweiten Anlauf, Kevin Trapp, und dann ist es der Abpraller und Leipzig bleibt dran und wieder Kevin Trapp. Weltklasse! Und dann gibt es nachträglich Gelb. Und das ist die angesprochene gelbe Karte für Xaver Schlager, der hier nur in Mario Götze reingeht. Boah, von der Seite, auch leicht von hinten. Also ganz ehrlich, ohne Chance auf den Ball, darf er sich da eigentlich auch nicht beschweren, wenn es den roten Karton gibt. Aber der österreichische Nationalspieler, der ja aufgrund eines Kreuzbandrisses die EM verpassen wird, der hätte sich hier definitiv nicht beschweren dürfen. Ist mit der gelben Karte gut bedient. Jetzt Handspiel. André Silva schnappt sich hier aus aussichtsreicher Position den Ball. Und dann müssen wir aufpassen, denn wir kommen doch nicht mehr auf die Linie. Und dann ist der Ball drin. Ich dachte, es kommt der kurze Pass und nicht der Abschluss. André Silva zurück aus seiner Leihe bei Sociedad. Haut das Ding rein, 25. Minute in der Red Bull Arena ist die Stimmung, naja, jetzt nicht zwingend die beste, aber trotzdem gehen die Jungs hier ab oder auch die Mädels natürlich. Wir schauen gleich nochmal auf die Wiederholung. Ist natürlich maximal bitter, wenn ich mit Skiri auf der Linie geblieben wäre. Hier gehe ich weg, weil ich dachte, es kommt der kurze Pass und kommt dann nicht mehr rein. Und dann ist es halt, und muss man fairerweise auch sagen, sehr gut getreten. Die Mauer springt viel zu spät. Wir kommen nicht mehr ran. Kevin Trapp, keine Chance. Und Leipzig führt damit mit 1-0. Shaibi jetzt, Weltklasse. Ball auf Mario Götze. Und dann ist der Pass allerdings hoch, viel zu hoch angesetzt. Shaibi holt sich die Kugel aber zurück. Kann er sich auch durchsetzen? Shaibi gegen Raum. Oh, der holt die Kugel gerade noch im letzten Moment und holt zumindest mal den Eckball raus. Vielleicht eine Standardsituation. Wir machen das heute nicht schlecht. Flanke ist gut. Aluminium. Ich weiß nicht, wer es war. Keine Ahnung. Ein Dicker könnte schon sein. Das hätte das 1-1 sein können. Ja, wir sind im Spiel. Es ist keinesfalls ein schlechtes von uns. Jetzt haben wir hier Omar Marmoush mit dabei. Hier. Oh, und dann verspringt der Ball. Zollis wäre da mitgelaufen. Es ist aber trotzdem ganz in Ordnung. Es fehlen aber auch noch so minimale Punkte, dass wir die ganz, ganz großen Dinger, ausgenommen natürlich von dem Eckball, jetzt rausspielen. Ja, wir machen es uns noch ein bisschen selber schwer. Wenn Götze den Ball vorhin einfach flach auf Shaibi spielt, dann kann der alleine auf Gulaschi zulaufen. Aber trotzdem, wir sind in den Zweikämpfen, wir haben Bock, wir machen vor allem auch Spaß. Und das ist erstmal das Wichtigste. Eine ganz gute Erkenntnis für dieses Spiel. Das ist schön gespielt. Kittiki gegen Gulaschi Ausgleich. Verdient. 43. Minute. Wir sind zurück. Und wie gut ist das gespielt?
Götze auf Shaibi, Ekitike läuft perfekt in die Lücke und das sieht Shaibi und spielt auch einen Sahneball. Und dann ist der Rest natürlich Formsache für einen solchen Spieler. Hugo Ekitike, ja gut, da kommt noch Klostermann, da kommt noch Orban, aber keiner richtig dazwischen. Let's go, 5. Tor im 5. Spiel, der Franzose geht richtig ab. Jetzt Hugo Larsson auf Marmoush, vorbei an Gulaschi und was für ein Auftakt in die zweite Hälfte. Führung, wir drehen das Spiel kurz vor und kurz nach der Pause. Richtig gut gespielt, vom Anspiel weg war Leipzig kein einziges Mal in den ersten guten 4 Minuten jetzt am Ball. Natürlich 4 Minuten in-game, nicht mit richtigen 4 Minuten zu vergleichen, aber Larsson, hier tut sich die Lücke auf. Und dann kommt Gulaschi runter und wir gehen vorbei und hauen das Ding rein. Führung und Marmoush macht natürlich hier auch überragende Arbeit. Also diese Mannschaft macht Spaß und vor allem allgemein jetzt auch die Erkenntnis, dass wir in der Defensive deutlich mehr Zugriff haben, macht die Spiele spannender, realistischer und einfach rundum besser. Ja, ist einfach Fakt. Solis jetzt vorbei an Bradley, ehemaliger Liverpooler hier mittlerweile bei Leipzig und dann machen wir es wieder ganz gut. Oh, Ekitike mit der Idee für Mario Götze. Da fehlt ein weiterer Pass für die nächste große Chance. Also, jetzt haben wir Leipzig da, wo man sie wahrscheinlich braucht. Jeltsch kommt nicht in den Zweikampf. Larsson kriegt auch nicht das taktische Foul hin. Und dann Silva mit dem Lupfer. Und Weltklasse. Hut ab, Chapeau. Das war echt unglaublich gespielt. 2, 3 Stationen, die wir nicht verteidigt bekommen haben. Und dann André Silva mit dem Doppelpack. Kevin Trapp, ich habe so einen Mix gemacht, bisschen rausgeholt, aber auch dann wieder zurückgelassen. Und trotzdem, ja, ist das überragend gespielt. Ndika kommt da auch nicht mehr rein. Und dann muss man da leider auch sagen, war das richtig gut gemacht. Trotzdem ist natürlich klar, dass man nicht in jedem Spiel irgendwie nur maximal ein Gegentor kassieren darf. Und was macht denn Leipzig jetzt? Riesenlücke. Hugo Ekitike. Ja, der Ball ist drin, 62. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal funktioniert. Eigentlich muss ich da vorher viel früher den Abschluss nehmen. Wir sind aber wieder in Führung und lassen uns von dem ganz kuriosen Ausgleich nicht irgendwie durcheinander bringen. Boah, Gulaschi hier, naja, macht er gar nicht so übel. Er hat diesmal auch die richtige Ecke, aber dann ist es natürlich ein leichtes, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir schon beinahe auf der Grundlinie waren. Was ich aber ursprünglich sagen wollte ist, ja, wenn man mal 2 Gegentore gegen Leipzig gerade auswärts kassiert, dann ist das völlig in Ordnung, ja, dann heißt das nicht, dass die Defensive nicht steht und es könnte natürlich auch noch ein 3. werden. Jeltsch kommt nicht mehr rein, Kevin Trapp ist aber da, dann ist das aber auch mal okay, ja, man kann ja nicht immer nur mit guter Defensive argumentieren, dass man immer maximal 1 Gegentor bekommen hat oder so. Ich denke, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Jetzt kommen wir aber mit einer guten Möglichkeit. Solis, hoffentlich nicht im Abseits. Oh, doch. Okay, ein bisschen schneller noch, dann wäre das richtig gut gespielt. Hier schauen wir drauf. Ja, okay, ist Abseits, aber lange nicht so deutlich, wie dann ursprünglich gedacht. Gruder, gerade eingewechselt. Eckball eigentlich Leipzig und dann Brian Gruder, der sich die Kugel erobert. Leipzig total aufgerückt. Brian Gruder, nur noch Klostermann vor sich und da tankt er sich auch noch vorbei und dann kommt der Pass in die Mitte. Aber diesmal wäre es wahrscheinlich besser gewesen, nicht, dass der Pass ankommt, weil das ist in dem Fall eigentlich tendenziell mal möglich gewesen, sondern dass wir den Abschluss selber suchen. Was für ein Solo. Wir sind auch platt, ja, ganz viele Spieler sind total kaputt. Die Flanke ist gut, jetzt so weit weg und dann abseits. Glück gehabt, 84. Minute, das wäre Christoph Baumgartner gewesen hier zum spektakulären 3:3. Der Abschluss ist natürlich top, allerdings zuvor im strafbaren Abseits, was natürlich sehr, sehr gut für uns ist. Ich glaube, es wird nochmal richtig spannend. Angezeigte Nachspielzeit, 1 Minute. Leipzig kommt nochmal. Jetzt sind sie aber zurück und dann haben wir es geschafft. Die standen nochmal mit allem an, abzüglich des Torhüters, bei uns in der gegnerischen Hälfte. Auswärtssieg in Leipzig. Was für ein Auftakt für diese Folge. Wir bleiben weiter oben dran, setzen uns weiter fest und haben natürlich jetzt dann hoffentlich nach dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart auch immer wieder diese Phase, wo man Spiele in der Liga gewinnt. Auch mal gegen vermeintlich kleinere Gegner, denn das macht auch eine Top-Mannschaft aus. Und wir wollen uns definitiv für die Champions League qualifizieren. Bedeutet Top 4 Teams in Deutschland, in der Bundesliga. Pokal also gegen den VfB, die zu Gast bei uns im Deutsche Bankpark sind. Und das Anspiel wird warum auch immer plötzlich übersprungen. Naja, aber wir haben ein bisschen rotiert. Ja, ihr seht es, Florian Neuhaus, Kuliarakis ist heute in der Startelf. Genauso auch Sebastio Aller. Und jetzt Tomiyasu wieder zurück natürlich. Im letzten Spiel hat er gefehlt. Und er zeigt hier, wie wichtig er sein kann. Das war die erste gute Chance für den VfB. Bei uns natürlich auch noch unter anderem ein Brian Gruder in der Startelf, ein Dina Ebimbe. Also wir haben da schon ein bisschen rotiert. Ja, das sollte aber normalerweise das kleinste Problem sein, denn wir haben ja echt richtig gute Qualität und müssen uns da keinesfalls davor verstecken. Jetzt gibt es mal die Kontermöglichkeit. Ball erobert von Kuliarakis, dann geht schnell über Neuhaus und auch über Gruder, der vielleicht jetzt ganz kurz zurückziehen kann. Und dann ist hier die Lücke und Ansgar Knauf, der steht hier ganz frei und hat noch die Übersicht und kriegt fast noch den Abpraller. Eins muss man dem VfB heute lassen, die haben bis hierhin mehr
mehr Chancen als wir. Jetzt aber mal die nächste Möglichkeit. Da muss er mal irgendwie in die Mitte. Wir können uns auch nicht entscheiden. Und wenn, dann entscheiden wir uns falsch. Das kann sich jetzt vielleicht mal ändern. Konter für uns. Und wenn wir den Ball hier drüber bekommen, und ich hoffe, das schaffen wir, dann ist das noch in der eigenen Hälfte und somit kein Abseits von Omar Marmoush, der ehemalige Stuttgarter, der alleine jetzt auf Nübel zuläuft und hoffentlich das 1:0 markiert. 64. Minute, das nimmt erstmal einige Last von unseren Schultern, die erlösende Führung in einem bis dahin mal absolut ausgeglichenen Spiel, das jetzt auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen sein kann. Silas gegen Trapp, der haut das Ding in die Mitte, wahrscheinlich früh gesehen, dass wir mit Trapp in eine Ecke gegangen sind. Silas trifft, der VfB ist zurück im Spiel und das ist wie gesagt absolut in Ordnung, wenn man jetzt zumindest mal die Spielanteile hinzuzieht. Hinten raus nimmt diese Spielfahrt auf, ja, wenige Minuten nachdem auf der anderen Seite Silas erfolgreich war gegen Trapp, kommt da leer gegen Nübel! Und Nübel mit einer Glanztat! Und jetzt sind wir trotzdem noch in der 83. Spielminute. Sebastian Haller, die Riesenchance vom Punkt. Ich weiß nicht warum, aber es ist so unfassbar schwierig, gegen den CPU hier irgendwie immer vom Punkt zu treffen. Jetzt haben wir hier Ansgar Knauf, der nimmt das Ding beinahe direkt vor Arbeit. Dina Ebimbe, geht es in die Verlängerung? Noch nicht. Es gibt noch eine Gelegenheit zur Flanke und ich hoffe, das bleibt dann auch, wenn wir das Ding nicht machen, bei der einzigen und letzten Chance. Was ist das denn? Wir kriegen den Ball nicht. Und damit, hä? Haben wir plötzlich gewonnen? Ich hatte keine Chance mehr. Hä? Es ist 2-1 ausgegangen. Die Verlängerung wurde wahrscheinlich dann einfach simuliert. Ich konnte in der Verlängerung nichts machen. Wir haben aber wohl noch ein Tor erzielt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. 2-1 für uns. Also links oben stand das, ja. Und ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Also ihr habt es ja gesehen. Neuhaus vorbei am Ball. Dann kam der VfB. Das wurde dann aber auch unterbrochen. Und der nächste Cut, die nächste Szene, war jetzt genau das, dass wir weiter sind und nach 120 Minuten mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewinnen. El Yeshkiri hat getroffen. El Yeshkiri wird auch gegen die Hertha zum Matchwinner. Minute 82. Statistisch betrachtet waren wir die bessere Mannschaft, haben aber ewig gebraucht, ist aber völlig egal. Die 0 für Trapp, die 3 Punkte auf unser Konto und der Aufsteiger aus Berlin hat, ja, nicht viele Chancen. Ich will nicht sagen, waren chancenlos, aber sie verlieren und das ist alles, was zählt. Mit dem Sieg übernehmen wir tatsächlich noch immer als einziges Team, das ungeschlagen ist, die Tabellenführung, denn wir können mal ganz kurz rechts nach oben gehen. Ich habe das gerade gesehen. Der BVB hat unentschieden gespielt in Leverkusen. Das ist natürlich gut für uns. Ich meine, beide jetzt noch nicht so zwingend wichtig, aber das wird später wahrscheinlich wichtig. Und Bayern hat zu Hause verloren gegen den SV Werder Bremen. Also, auch das ist gut. Die Werderaner geben so ein bisschen Schützenhilfe für uns. Das war deren erster Sieg in der laufenden Saison. Leverkusen auf Rang 16. Oh mein Gott! Ja, okay, weiß nicht, ob man mit Leverkusen dann doch noch am Ende der Saison oben was zu tun hat, aber wer weiß, ja, vielleicht ja dann doch. Im Endeffekt aber völlig egal, denn wir haben 16 Punkte und grüßen von der Tabellenspitze. Ich meine, aber eine Niederlage gab es für uns ja schon in der Europa League und das ist das passende Stichwort, denn für uns geht's jetzt nach Brøndby. Brøndby führt, 12. Minute, hier Boa, schaut mal bitte auf unsere Mannschaft, ja. Jelch ersetzt nur einen Dicker, weil der ein bisschen am Arsch war, bin ich ganz ehrlich. Und Naller vorne für Ekitike. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht das, was wir uns erwarten. Ja, das Spiel ist noch nicht repräsentativ, dafür läuft es noch nicht lang genug. Aber trotzdem, natürlich irgendwie nicht so ein gutes Zeichen, wenn wir immer wieder in Rückstand geraten. Mario Götze aber, 18. Minute, gute Antwort. Und ich hoffe, dass wir das jetzt dann auch mal in eine Führung ummünzen und auch gerne in einen ziemlich souveränen Sieg dann. Ansgar Knauf, 26. Minute, Spiel gedreht. Wichtig, komm schon, weitermachen, nicht nachlassen. Kevin Trapp ist der einzige Grund, weshalb wir hier die ersten Punkte und vor allem mehr, nicht nur einen, sondern drei einfahren. Brøndby hat in der zweiten Halbzeit sowas von losgelegt. Wir hatten dann auch noch gewechselt, weil die Jungs echt wieder kaputt sind. Ich glaube, wir müssen den Trainingsplan wirklich auf Energie deutlich ummünzen. Aber hier, 2-1, wichtig. Die Tore habt ihr ja soweit alle gesehen, binnen 25 Minuten und dann ist nichts mehr passiert. Ja, Brøndby sogar gleich viel Ballbesitz, mehr Schüsse, zwar weniger Chancen, aber Trapp, ey, ohne Spaß, das war heute eine überragende Leistung von ihm, auch wenn es nur eine 6,7er Bewertung gibt, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, aber der hat Dinger rausgefischt, also zumindest so, wie das hier eben in der Simulation aussah, die waren manchmal gefühlt unhaltbar. Knappe Kiste im Wohninvest-Weser-Stadion, aber die nächsten drei Punkte auch in der Liga, Mario Götze, dann ist es Gownatski mit dem Ausgleich und Hugo Ekitike in der 71. mit der erneuten Führung und damit dann auch mit der Entscheidung in diesem Spiel. Es sind knappe Ergebnisse, ist uns aber egal. Es kommen irgendwann auch die deutlich souveräneren, davon bin ich fest überzeugt. Punkte sind Punkte und das ist das Einzige, was zählt. Und soweit wir hier keine Punkte liegen lassen, grüßen wir ununterbrochen von der Tabellenspitze. Es funktioniert auch ein weiteres Mal. Zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ich meine, im Pokal haben wir uns ja gegen den VfB auch schon schwer getan, haben 120 Minuten gebraucht. Bahoya, unser ausgeliehener Spieler an den VfB, trifft gegen uns. Ist ja auch eine schöne Erkenntnis. Mario Götze, dann Pfeiffer, dann Skiri und dann in Minute 86 wieder Mario Götze. Zum Glück haben wir den nicht zurück zum BVB verkauft, denn der, ja, entwickelt sich immer mehr und das war er auch schon im letzten Jahr, aber jetzt gerade noch viel krasser
zu absoluten Unterschiedsspieler, ja, wie vereinzelt ein paar Spieler bei uns in der Mannschaft das sein können, und Götze ist es in der aktuellen Phase mehr als nur eindrucksvoll. Wir gehen also nach Zagreb, die haben jetzt zuletzt verloren gegen Celtic, heißt also ganz unten Brøndby, 0 Punkte, Zagreb 3, genauso auch wir 3 und eben Celtic mit 6 Punkten auf Platz 1, also wir wollen natürlich weiterkommen, das steht fest, und ja, wir sind natürlich der ganz klare Favorit in der Gruppe, noch immer, trotz Rückstand auf Celtic, aber das Rückspiel gegen die Celtics wollen wir natürlich dann auf jeden Fall auch gewinnen, und dann sieht es doch hoffentlich, wenn die anderen Ergebnisse stimmen, auch ganz gut aus. Wir haben ein bisschen rotiert, aber nicht so viel, weil das ist uns ja zum Opfer gefallen, zumindest jetzt halt gegen Celtic beim ersten Spiel. Ja, mal Ljubicic unter anderem neu in der Startelf, was für ein Schuss, aber auch was für eine Parade. Dina Mbimbe hat tatsächlich auch hier heute wieder seinen Einsatz in der Startelf. Dejo, der kommt viel zu selten zum Einsatz, dementsprechend haben wir da heute auch mal noch ein bisschen was gemacht, aber wie gesagt, das ist echt der Vorteil an einer solchen Kadertiefe und dann vor allem auch trotzdem noch so guter Qualität. Omar Marmoush, oben jetzt Dina Mbimbe mit der Flanke, mit der Idee, aber ein bisschen zu steil für Mario Götze. 1-0 Dynamo Zagreb, 20. Minute, nach einem Eckball. Ja, einfach zu passiv, einfach zu schlecht. Das muss man dann auch sagen. Wir haben zuvor das Ding ganz gut verteidigt, dann allerdings Eckball, die Flanke kommt gut. Keiner von uns fühlt sich irgendwo zuständig. Ich weiß nicht, wer das mit der Nummer 3 ist, der das Kopfballduell völlig deutlich verliert, ganz schlecht positioniert ist und man sich somit nicht beschweren darf. Aber naja, alle guten Dinge sind 3, denn im Endeffekt haben wir, glaube ich, jetzt ein drittes Mal in der Europa League einen Rückstand und auch keinen späten, ganz im Gegenteil, immer einen frühen Rückstand. Haben das aber dann meistens auch ganz gut gehandelt. Gegen Celtic ja zum Beispiel auch 2-0 hinten gelegen, dann zum 2-2 gekommen und dann trotzdem ja 4-2 verloren. Aber gegen Brøndby haben wir ein frühes 1-0 auch schnell wettmachen können zu einem 2-1 für uns, was dann auch der Endstand war. Omar Marmoush, Ekitike, Ausgleich, 29. Und da sind wir wieder zurück. Und das gehört eigentlich zu 90% Omar Marmoush in der eigenen Hälfte auf Höhe unseres 16ers. Ball erobert und dann an 3 Spielern vorbei und jetzt gerade auch noch im letzten Moment den Ball hier von der Grundlinie gekratzt. Oh, das ist ganz, ganz eng, aber dann hat er den Überblick. Ekitike, schwacher linker Fuß, ist ihm egal. Das ist der Ausgleich. Also auch wir melden uns nach frühem Rückstand durch Hoxha in diesem Spiel an. Mario Götze, was ein Strahl. Das ist das 2-1 und ich habe wieder ganz spät eingesetzt, wie auch bereits beim 1-0 für Zagreb und auch jetzt beim 2-1 Führungstreffer von Mario Götze für uns. Wir schauen uns das Ganze aber nochmal in der Wiederholung an. Dejo Ljubicic in der Offensive tatsächlich hier mit involviert. Dann der Ball aber bei Dina Mbimbe, der den hier dann zu Götze zuvor gespielt hat. Und dann, keiner greift ihn an, der nimmt Maß und haut das Ding hinten rein. Schöner Schuss, schöner Strahl und die Führung. Let's go! Götze übergibt an Dina Mbimbe, weil der einfach schneller ist und der die nächste Großchance hat. Und im letzten Moment aber ist der Verteidiger dazwischen. Jetzt machen wir aber weiter. Nicht wie das Spiel gegen Brøndby, wo, und das wissen wir zwar jetzt noch nicht, aber die zweite Halbzeit ja eine Katastrophe war. Kevin Trapp da eigentlich dann für uns ganz wichtig. Jetzt aber wollen wir es hier deutlicher gestalten und wir haben es ja dann auch in eigener Hand, denn wir spielen selber und ich will weiter offensiv dabei bleiben. Vorher aber nochmal der Gastgeber über Bullards und diesmal stellen wir einen Dicker auf die Linie. Das ist zwar nicht notwendig, weil die Mauer dazwischen ist, aber es gibt trotzdem wieder eine Ecke und wir wissen ja, Tomiyasu mittlerweile mit der Nummer 3 hat vorhin das Duell ganz deutlich verloren. Die Flanke kommt wieder nicht ganz ungefährlich und wieder das Tor. 2-2. Unglaublich. Unglaublich. Bis auf diesen Freistoß gab es keine nennenswerten Chancen. 2 Ecken, 2 Kopfballtore und ja, der Ausgleich. Es ist unfassbar. Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll, weil wir haben ja jeweils hier dann einen Mario Götze oder auch einen Skiri, die eigentlich in die Zweikämpfe sollten, aber das halt eben nicht entschlossen genug machen. Und damit ist auch Zagreb wieder in diesem Spiel. Marmoush jetzt mit ganz viel Tempo-Überschuss, kurzes Eck erneut in Führung. Ja, es könnte doch so einfach sein, wenn wir es uns nicht selbst immer so schwer machen würden. Omar Marmoush, erneute Führung, wir machen weiter und ich garantiere euch, dass später zumindest auf unserer Seite die 5 auf der Anzeigetafel steht. Ljubicic mit dem Assist und Omar Marmoush mit dem Treffer. Wieder Ljubicic mit dem Assist, Ekitike und jetzt vielleicht das vierte. Ja, nicht nur vielleicht, sondern es ist so, 62. Ganz, ganz wichtig, Doppel-Assist von Dejo. Und dementsprechend sieht das jetzt doch schon ein bisschen komfortabler aus. Das ist Aller für Kruder. Beide frisch eingewechselt. Und was für eine Parade vom Keeper. Ich meine gut, war vielleicht absehbar, dass der Ball da ins lange Eck kommen soll. Aber den muss man erstmal so parieren. Kuliarak ist auch noch frisch eingewechselt. Also 3-mal haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal hier gechanged. Dementsprechend, ja, wir könnten noch 2. Aber ich glaube, wir spielen es jetzt einfach so durch. Das hier ist nochmal Zagreb. Oh mein Gott. Was ein schlechtes Verteidigungsverhalten war das bitte. Gucken wir mal. Ja, Neuhaus, Ljubicic, komm, machen wir. Also, ehemaliger Kölner gegen ehemaliger Gladbacher.
Ja, und es ist dann vielleicht doch nochmal spannend. Ich habe euch ja 5 Tore versprochen, also es waren genug Chancen da. Mein Versprechen kann ich Stand jetzt nicht halten. Außer natürlich, wir kommen nochmal nach vorne über Kruder, der das hier ganz gut macht, der auch überraschenderweise, trotz natürlich recht schwachem Rating für unsere Verhältnisse und seinem noch so jungen Alter, sehr viel Verantwortung übernimmt, aber jetzt auch hier den Ball verloren hat. Und wir müssen aufpassen, nur angezeigte Minute 1. Das ist natürlich viel zu wenig, aber das war es trotzdem. Gut, die 5 ist es zwar nicht, aber ich denke, ihr seid ähnlich wie auch ich mit diesem Sieg einfach nur zufrieden. 4-3, spektakulär. Hätte ich nie gedacht, dass hier 7 Tore fallen, aber ja, die 7 ist mir völlig egal. Die 3 mehr auf dem Konto an Punkten ist das Einzige, was zählt. In Bochum gibt es ein 2-0. Ja, und wieder mal sind es nur 2 Tore, aber diesmal halten wir auch erneut die 0 bei Kevin Trapp, Kittike und Mario Götze. Das scheint alles ziemlich souverän zu sein, aber trotzdem wäre es halt echt mal geil, wenn wir irgendwie auch mal so ein 3 oder ein 4-0 holen, weil die Chancen waren ja offensichtlich da. Aber wir nutzen sie halt so einfach nicht. Ja. Und wir haben ein weiteres Spiel, was jetzt neu mit dazugekommen ist. Das ist der DFB-Pokal. Da gehen wir natürlich wieder in die lange Simulation. Denn Hansa Rostock ist, wie ich finde, eine machbare Aufgabe. Unterschätzen dürfen die Hanseaten oder dürfen wir die Hanseaten, aber auf gar keinen Fall. Ja, 0-0 zur Pause. Von Hansa kommt noch gar nichts. Ja, die verwalten eigentlich nur, haben deshalb in den eigenen Reihen auch recht viel Ballbesitz. Aber wenn wir die Bälle haben, dann lassen wir es schon auch ganz gut laufen. Hatten 4 Schüsse, davon war aber leider noch nichts wirklich Nennenswertes mit dabei. Das kann, das muss sich ändern. Und links seht ihr übrigens unsere Mannschaft, die Jungs waren wieder alle gefühlt kaputt. Und ja, Ramay, Dian Ramay, der heute auch mal ran, das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, habe ich so oft vergessen. Heute ist auf jeden Fall am Start Kuliarakis neu, Jelch, genauso auch wieder mal Ljubicic, Dina Bimbe und Kruder plus Haller. Ja, die Mannschaft ist trotzdem absolut krass und vor allem viel besser als die der Gäste. Jetzt die Führung, Hugo Larsson ist es, 54. Minute, schöne Einzelleistung, 2-3 Spieler austanzen lassen, noch tief im gegnerischen 16er und dann ist der Schwede erfolgreich und bringt erstmal ein bisschen Erleichterung für uns. Super gespielt, Götze drüber auf Lasse und kurz vor Kolke, der Kapitän von Rostock, ist chancenlos und ja, jetzt geht's dann doch die Wege, die ich eigentlich auch von vornherein schon gehen wollte. Drittes Tor, Larsson, Dreierpack, mittlerweile ist der jetzt ausgewechselt, wir sehen es hier dann auf der Bank, 3 Tore, Larsson, neu im Spiel, Neuhaus und Zoll ist eben für Larsson und Mario Götze, das war auch wieder richtig gut gemacht, Ansgar Knauf gerade mit dem Assist, Balleroberung, auch hier im 5-Meter-Raum von Rostock, die es einfach nicht mal mehr von hinten rausbekommen. Also eine richtig gute erste Hälfte für Hansa und dann aber in der zweiten haben sie vielleicht auch zu viel Kräfte schon in der ersten Hälfte liegen lassen und dann geht's halt jetzt zugrunde, aber so, wie wir uns das eigentlich auch vorgestellt haben. Also, so kann es doch gerne laufen. Sieht doch ganz gut aus und ich würde sagen, wir springen einfach direkt schon ans Ende. Ist nichts mehr passiert. Es ist ein völlig souveränes, deutliches 3-0, auch in der Höhe, leistungsgerecht und völlig verdient. Und somit geht's weiter in der Liga. Früher Rückstand auch zu Hause gegen Augsburg, Almeida, dann aber Knauf und Marmusch. Also, die zwei regeln das hier heute. Es gibt wieder zwar nur ein minimalistisches Ergebnis, was bedeutet ein Tor Vorsprung, aber wieder mal die maximale Ausbeute mit 3 Punkten. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, das ist eben das Wichtigste. Und somit heißt es jetzt nochmal ganz kurz, geht es in die Langsimulation gegen Zagreb, genau. Und dann müsst ihr dann nach Hoffenheim kommen und gegen die spielen wir auch nochmal selbst, denn die sind ja bekanntermaßen ganz oben mit dabei. Ob das noch immer Bestand hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das sollten jetzt normalerweise dann die 2 letzten Spiele sein. Also das wird für euch dann auch ein ordentliches Video. Zumindest mal ein bisschen länger, ein bisschen mehr kommentiert. Und dann haben wir hier, ja genau, Dynamo Zagreb und dann eben hier die TSG plus zum Abschluss nochmal Schnellsimulation. Okay, dann auch gegen Heidenheim. Aber das ist doch soweit in Ordnung. Wir schauen mal ganz kurz auf die Gruppe. Da ist weiter Celtic hier auf weiter Flur. Ganz, ganz vorne. Aber trotzdem haben wir noch die Chance, die dann natürlich irgendwie vom Thron zu stoßen. Und Hoffenheim ist 6. Ja, das ist echt in Ordnung. Leverkusen mittlerweile auf der 12. Ja, irgendwie wundert mich das trotzdem noch, aber die Bayern 6 Punkte schon hinter uns, das ist echt brutal. Also jetzt mal ausgenommen hier die Europa League, gewinnen wir gegen Hoffenheim und auch gegen Heidenheim, stehen wir zum Dezember mit einer makellosen Bilanz, ja, und das bedeutet ohne Niederlage da, haben hier machbare Gegner, wie ich finde, abgesehen natürlich von den Bayern und könnten da schon ganz, ganz wichtige Zeichen und vor allem die Bahnen in die richtige Richtung lenken, was das Thema Meisterschaft angeht. Endlich, Dina Bimbe, 45. Minute, meine Güte, hat das lange gedauert. Ihr seht links auch Stenzel unter anderem, der spielt, auch wieder Ramay hinten drin, Kleindienst vorne auch, wir haben 74% Ballbesitz, das seht ihr ja hier, 5-0 Schüsse, oder 5-1 Schüsse, 2-0 Chancen, es war jetzt dann endlich mal ein Abpraller, der dann reingegangen ist, also von Zagreb kommt herzlich wenig und endlich für uns dann auch mal wieder die Führung, das ist wichtig, ja, 3 Punkte sind hier wahrscheinlich essentiell, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass Celtic auch die anderen Spiele abzüglich von unserem gewinnt und wenn wir dann irgendwo Punkte liegen lassen, dann reicht nicht mal mehr ein direkter Sieg gegen Celtic in diesem einen Spiel, was wir natürlich auf der Agenda als Pflichtaufgabe haben.
Aber jetzt erstmal hier unsere Pflichtaufgabe in diesem Spiel tun. Und das bedeutet, wir müssen gegen Zagreb gewinnen. Und da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Gott, lassen wir Chancen liegen. Oma Mamusch, jetzt aber das 2:0. Und vermutlich auch die Vorentscheidung. Gibt nochmal Eckball, aber dann war es das gleich in diesem Spiel. Wir hatten nochmal Möglichkeiten. Und es ist ein Eigentor von Rock. Der kommt mir auch bekannt vor. Irgendwoher habe ich den schon mal gesehen. Also ich meine, der hat ja, glaube ich, auch im Hinspiel den Freistoß da reingemacht. Oder nee, halt, war da nicht der Freistoß. Das war gegen Leipzig. Aber das Kopfballtor, zumindest das eine. Also, deutliches 3:0. Wir haben dann auch nochmal gewechselt hier in Minute 69. Seht ihr es ja. Ljubicic, Alea, Zollis, Guda, Jelch, Fischgiri, Dina, Bimbe, Knauf, Götze und Mamusch. Und ja, ziemlich souverän. Also, unsere Aufgabe getan. Jetzt wartet Hoffenheim. Und das spielen wir selber. Kevin Trapp und Mario Götze sind jetzt für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Das ist jetzt hier für den Zeitraum Ende 24. Gut, okay, da ist die EM gerade gespielt. Beginnt aber vielleicht ja auch schon irgendwie wieder die Vorbereitung für die WM in 2026. Trotzdem natürlich schön zu sehen. Aber irgendwie, ja, ist das immer so ein völliges Durcheinander. Manchmal ist der Knauf noch mit dabei. Jetzt in dem Fall ein erstes Mal wieder Trapp und auch wieder Mario Götze. Finde ich cool. Ja, ist es sehr coole Erkenntnis am 16.11. hier. Die Jungs dürfen dann gleich mit der Nationalmannschaft unterwegs sein. Vorher aber nochmal Vollgas in der Pre-Zero Arena. Anstoß in Sinsheim. Wie gesagt, Platz 1. Das sind wir mit deutlichem Vorsprung auf Platz 6 treffend in dieser Partie. Und wir wollen jetzt natürlich Gas geben. Wir wollen auch zeigen, dass wir Hoffenheim schlagen können. Und das können wir mit Sicherheit. Sonst wären wir auch Stand aktuell nicht Erster. Und da wollen wir natürlich auch weitermachen. Mario Götze jetzt hoffentlich auch mit dem Rückenwind. Den hat er gefühlt schon die ganze Zeit. Jetzt aber wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Der WM-Held aus damals, aus damaligen Zeiten. Nicht aus damals, aus damaligen Zeiten. Ihr wisst, was ich meine. Götze also wieder für die Nationalmannschaft nominiert und das trotz 32 Jahren. Was für eine Geschichte. Ich find's richtig geil und ich hoffe, wir schreiben zusammen mit ihm die Geschichte des Tabellenführers hier weiter. Jetzt aber erstmal Sinsheim und dann hoffentlich kein Foul. Doch, Foul. Tomiyasu, 7. Minute. Die Schiedsrichterin gehört schon wieder vom Platz geschmissen, sage ich euch ganz ehrlich, weil wir sind ja nur im Zweikampf. Und der Stürmer lässt sich dann einfach fallen. Nee, nein, nein, nein. Auf keinen Fall ist das für mich ein strafbarer Elfmeter. Das heißt jetzt, Berisha trifft auf Trapp. Und auch Trapp ist ja wieder Nationalspieler, hält aber diesen Elfmeter nicht. Und damit führt Hoffenheim lächerlich. Mario Götze jetzt mit dem Assist für Ekitike. Der hat nur noch einen Socki vor sich im französischen Duell Ekitike. Oh mein Gott. Macht er das stark, setzt sich da erst kurz oben durch und dann ist der Winkel aber ziemlich spitz gegen Olli Baumann, der nach 17 Minuten noch weiter die Null halten kann. Also nicht, weil er selber den Ball pariert hat, sondern weil eben noch die Null auf der Anzeigetafel steht. So wirklich gefordert wurde er noch nicht, aber was nicht ist, kann und darf natürlich gerne noch werden. Überragend, Ekitike, Oma Mamusch, wir sind richtig gut im Spiel. Nicht ins lange, sondern ins kurze Eck oder irgendwie auch mittig, 25. Minute. Das ist der Ausgleich, das ist verdient. Denn von Hoffenheim kam bis zu der absolut lächerlichen Entscheidung, den Elfmeter zu pfeifen. Ich kann nicht mehr reden, was ist denn los mit mir? Eigentlich noch nichts. Baumann, ja, der regt sich auf. Beide Torhüter übrigens auch Kapitänsbinden an. Das kam, glaube ich, bis dato auch noch nicht ganz so häufig vor. Mamusch trifft, wir sind zurück im Spiel. Jetzt aber wirklich immer mit der Ruhe. Es ist das 1:1 und jetzt muss ich mich auch mal selber wieder sammeln. Hier haben wir Mario Götze, der hat den Überblick. Und Mamusch gegen die Laufrichtung. Na, was schöne Parade von Oliver Baumann. Das ist sehr gut gemacht. Götze jetzt auch direkt beim Standard. Die Flanke wieder für Oma Mamusch. Und Ekitike leider verletzt. Ist es was Schlimmeres? Nee, er läuft da vorne noch immer rum. Er lag mal ganz kurz auf dem Boden. Ich hoffe jetzt nicht, das typische gebrochener Zeh, 3 Monate raus. Aber es scheint fast so, als würde es vielleicht nicht zwingend für ihn weitergehen. Wir kommen nicht in den Zweikampf gegen Grisha Prömmel. Kevin Trapp muss alles riskieren und das macht er mit Erfolg. Doppelwechsel jetzt dann zum Auftakt in der zweiten Hälfte. Tomiyasu ist warum auch immer absolut nicht fit. Dafür kommt Kouliarakis jetzt neu ins Spiel und es kommt Alea vorne für Ekitike. Umso wichtiger, dass wir zwei nahezu qualitativ gleichwertige Spieler da vorne haben. Und Tim Kleindienst wäre ja dann auch noch unser dritter Kandidat, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe trotzdem nichts allzu Schlimmes, aber einfach um hier ein bisschen das Risiko so gering wie nur möglich zu halten. Das Aus für Ekitike. Lupfer, Lupfer, Lupfer! Oh mein Gott, fehlt nicht viel. 50. Minute. Wer ist das denn? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Trapp dann ein bisschen rausgekommen und dann wäre er, glaube ich, auch nicht mehr hinter die Kugel gekommen. Aber war gut gemacht, ja. Aber wir haben natürlich Glück, dass der Ball nicht reingegangen ist. Machen jetzt aber weiter, lassen uns von solchen Dingen da natürlich nicht unterkriegen. Mario Götze, oh, Kouliarakis von hinten durchgestartet. Aber Ozan Kabak hat das gerochen, der ja auch aufgrund einer Verletzung jetzt ausfällt für die EM in Deutschland. Ganz, ganz bitter natürlich hier für den Verteidiger von der TSG. Aber naja, egal. Das auf jeden Fall nur ganz kurz der Vollständigkeit halber noch dazu. Das ist jetzt Colombo, da muss ein Dika mit raus.
Hoffenheim wird jetzt leider auch wieder ein bisschen stärker, aber auch nur, weil wir sie überhaupt in dieses Spiel lassen. Das müssen wir jetzt irgendwie unterbinden. Hugo Larsson kommt nicht in den Zweikampf. Alatrap ist dann da. Eckball für uns. Mario Götze. Kurz ausgeführt für Hugo Larsson. Dann wieder zurück auf Mario Götze. Und vielleicht hat der eine Idee. Ganz unten ist Kuliarakis. Götze mit einer ganz guten Flanke. Allerdings kommt der Grieche dann nicht in den Kopfball. Das ist Giri. Mittlerweile auch Dina Mbimbe noch gekommen. Für den nicht mehr ganz fitten Shaibi. Das hier ist Mamouche. Da haben wir Hugo Larsson. Noch ein zweiter. Dann haben wir Ansgar Knauf. Komm, Junge, nimm das Ding. Wieder auch Baumann. Also beide Torhüter heute mit einer richtig guten Leistung. Götze für Mamouche. Mamouche verzieht ganz knapp. Mario Götze hat eine Idee. Das ist Dina Mbimbe. Spitzer Winkel. Wir probieren es trotzdem. Ja, Olli Baumann. Ein weiteres Mal. Jetzt sind wir deutlich näher am 2-1, als dass die Sinsheimer wären. Nichtsdestotrotz können wir uns da zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts davon kaufen. Denn es spielt leider weiter nur das 1:1 auf der Anzeigetafel hier das Ergebnis runter. Wenn jetzt Hoffenheim vielleicht kommt und das könnte passieren. Und dann muss Kevin Trapp raus. Kevin Trapp ist geschlagen. 89. Minute. Colombo. Das darf nicht wahr sein. Hoffenheim mit dem Lucky Punch. Gerade sage ich es noch. Wir sind eigentlich deutlich näher dran, als dass die TSG ist. Und dann treffen sie trotzdem. Ja, da jubelt Olli Baumann. Er hat ganz viel dazu beigetragen, dass die TSG vermeintlich 3 Punkte jetzt dann mitnimmt. Zumindest sind sie auf einem guten Weg. Ich komme ja auch nicht mehr mitten dicker rein. Ich wollte da noch das Foul ziehen. Hier kommt dann auch Kuliarakis nicht mehr hinterher. Kevin Trapp ist eigentlich da. Aber trotzdem macht das dann Colombo auch stark. Und ja, dementsprechend führt Hoffenheim jetzt. Gruda vielleicht nochmal. Eine Möglichkeit gibt es noch, wenn wir es jetzt hier gut spielen. Gruda gerade für Götze eingewechselt, aber John Anthony Brooks macht das gut, stellt den Körper rein und verhindert damit unsere letzte Chance. Und damit jetzt dann auch ist es offiziell die erste Niederlage in der laufenden Saison. Darf aber auch mal sein. Also gehört ja auch irgendwo mit dazu. In Sinsheim ist zwar bitter, es war mehr drin, aber so ist es halt. Auch das macht den Fußball ja aus. Gebrochener Zeh. Wie soll's auch anders sein? 3 Monate fällt da jetzt aus. Hugo Ekitike. Ist das lächerlich. Naja, egal. Man kann es nicht ändern. Wir haben dann natürlich noch einen Haller und wir haben den Kleindienst. Und den Kleindienst könnten wir jetzt sogar mal Stamm spielen lassen. Gegen Heidenheim, den ehemaligen Arbeitgeber. Zum Abschluss dieser Folge. Mit Kleindienst gegen Heidenheim. Und es ist tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen. Ansgar Knauf mit der Führung. Alles in Halbzeit 2. Zuvor, ey, okay, ist die gelb-rote Karte für Manuel Busch noch entstanden. Dann die Führung. Dann Jan-Niklas Beste mit dem Ausgleich. Aber dann Tim Kleindienst. 77. Minute. Siegtreffer. Wieder Punkte. Wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Bayern, ja, machen auch weiter. Also wie gesagt, ich denke, es wird ein Zweikampf, wenn wir weiter unsere Leistung so aufrechthalten können. Hier hoffentlich, ja, auch ein Zweikampf. Gut, das hat sich jetzt schon rauskristallisiert, aber ich denke, wir sollten dann Platz 1 übernehmen, vorausgesetzt, wir schlagen Celtic. Im DFB-Pokal ist uns Hannover zugelost worden. Parallel gibt es das Münchner Derby. Bayern trifft auf den TSV 1860 München. Die haben dann hier gewonnen gegen Hertha unter anderem. Okay, stark. Bremen, Hoffenheim, Erzgebirge, Aue, Augsburg. Ja gut, also ich glaube, man braucht da jetzt kein irgendwie Hellseher sein, wenn wir und die Bayern natürlich ganz klare Favoriten auf den Titelgewinn sind. Die Bayern hier 3 Punkte an uns dran, auch 5 dahinter nur Leipzig, dann schon 8 Dortmund. Ja, da kann schon noch irgendwie alles passieren, aber die Champions-League-Plätze haben wir da schon ganz gut im Griff, auch wenn wir Hoffenheim dadurch wieder rangeholt haben. Aber egal, das war's soweit mit dieser Folge, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Das war's von mir, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!